entsteht immer so spontan im Stream so eine Schnapsidee und dann kommt's dann, wird dann, das schaukelt sich das extrem hoch und wird cool. Moin! Moin Max, moin Alex, schön, dass ihr moin. Da seid. Aljoscha hat es gerade ja schon so ein bisschen versucht zu beschreiben, was du alles so machst. Max, kann ich glaube ich ganz gut als ziemlich umtriebigen Tausendsasser bezeichnen. Was würdest du wählen als deine Berufsbezeichnung in erster Linie? In erster Linie trotzdem Streamer, bei dem, was wir alles machen, aber trotzdem Streamer. Ich bin jeden Tag live, 5 bis 8 Stunden, jeden Tag irgendwas am Zocken. Überwiegend gibt es aber auch mal wieder andere. Samstags haben wir unsere Fußballspiele. Morgen bin ich mit Rumatra in Hamburg unterwegs auf der Alster mit dem Kanu und dann streamen wir das. Aber in erster Linie auf jeden Fall Streamer, ja. Und letzte Nacht, wie lang ging es letzte Nacht? Mehr ein bisschen überzogen. Ein bisschen Augenring, aber es ging so bis kurz vor 4. Okay, deshalb auch der späte Slot heute. Richtig, richtig. Zahlen, also bist ja auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Hast du ungefähr einen Überblick, wie viele Abos, wie viele Follower du in Summe hast? Follower in Summe? Also ich habe auf Twitch fast 3,6 Millionen. Und bist du immer noch einer der Größten in Deutschland, ne? Der Zweitgrößte, ja. YouTube 2,2 Millionen Abonnenten mit einem Kanal. Ja, aber auch mehrere Kanäle, aber TikTok mache ich auch, Instagram auch über 1 Million. Kommt was zusammen. Ja. Du hast also 2,2 Millionen auf einem YouTube-Kanal. Was ist da der Hauptcontent auf diesem Kanal? Alles, was unterhält. Viel Gaming, aber auch alle Special-Events. Sei es jetzt, wenn wir irgendwas Survival-mäßiges machen, einen Berg erklimmen oder auch die Fahrradtour oder irgendwas, das wird da auch alles ausgestrahlt. Und auf den anderen dann irgendwie Reactions? Ein Reaction-Kanal noch, genau, und dann noch einen zweiten Gaming-Kanal, weil ich halt so viel live im Stream zock, dass da die Nachfrage da ist, das noch einen zweiten Gaming-Kanal zu machen. Gibt es irgendwie also wenn du als Streamer arbeitest und da der Kern des Contents herkommt, wahrscheinlich wäre das die wichtigste Plattform, aber wenn du eine Plattform auswählen müsstest, die du nur noch bespielen dürftest, welche wäre das aktuell, weil sie vielleicht gerade auch aktuell so spannend für dich ist? Also live ist schon ein Muss. Es gibt selten, dass ich YouTube-Videos so aufnehme, auch wenn natürlich YouTube-VOD viel, viel mehr schauen als ein Livestream. Vielleicht hast du im Livestream 15.000 Zuschauer, aber das Video schauen dann auf YouTube 200.000, 300.000. Also ist YouTube natürlich schon größer. Aber ich würde trotzdem Twitch wählen als die eine Plattform, Streaming live, ja. Okay. Alex, du bist Max Manager. Seit wann seid ihr zusammen unterwegs? Wir haben jetzt seit 2017 zusammengearbeitet, damals noch über eine Agentur bis 2019 und an sich haben wir dann 2020 entschieden, dass es einfach einfacher ist, in so einem schlanken Konstrukt unterwegs zu sein, weil du einfach eine höhere Flexibilität hast, irgendwie Sachen umzusetzen, auch relativ spontan zu agieren. Und da haben wir dann gesagt, lass uns das mal versuchen, alleine einfach so auf die Beine zu stellen, und hat soweit ganz gut funktioniert. Ja. Einfacher für dich oder für euch, oder was meinst du mit einfacher? Wenn man in einem Agenturkonstrukt drin ist, wo es halt verschiedene Abteilungen gibt, Marketing, irgendwelche Hierarchien, wer dann irgendwelche Entscheidungen treffen muss, ist es halt schwierig, weil nicht jeder ist halt sofort ansprechbar. Manchmal versteht die eine Person von dem Themenfeld einfach nicht so viel. Und bei mir hat das irgendwie alles dann in einer Person zusammengefunden. Wir kennen uns halt, also über die 3 Jahre, die wir uns kennengelernt haben in der Zusammenarbeit, habe ich einfach verstanden, was Max wichtig ist, und kann eben dementsprechend einfach voll in seinem Interesse eine Entscheidung treffen und muss eben nicht darauf warten, dass mir irgendjemand von oben eine Freigabe erteilt. Was ist Max wichtig? Boah, das macht er schon mal sehr gut. Also das spart so viel Zeit. Eigentlich so mit den Deliverables, was der Partner möchte und was ich dann mache, kennt mich Alex so gut, dass er das alles schon eigentlich ohne mich machen kann, und es passt immer perfekt dann für mich. Also er spart schon sehr viel Zeit. Also einfach erkennt dich perfekt. Ja. Agentur kommen immer noch zwischen Menschen dazu, die spart ihr euch. Aber sind noch weitere Leute involviert oder seid ihr wirklich nur ihr zwei? Wir haben noch die Cutter zum Beispiel, ist ja super wichtig. Also Livestreaming machst du ja alleine vor der Kamera so gesehen, aber das Schneiden der Videos, das muss natürlich von jemand anderem gemacht werden. Das heißt, wir haben ein Cutter-Team aus zwei, die YouTube-Kanäle bespielen, dann noch einen, der für TikTok zuständig ist, und eine Assistenz, Jofi. Der ist wahrscheinlich irgendwo hier. Aber genau, weil es halt auch jetzt für mich gar nicht möglich ist, wirklich alles abzudecken, was da an Aufgaben anfällt. Wenn wir jetzt gerade so in Richtung größere Events oder so denken,
kommen wir später nochmal zu, was da so noch in der Zukunft kommen soll. Da braucht man einfach noch Unterstützung. Also alleine ist es gar nicht möglich, jetzt auch so die großen Events umzusetzen. Da arbeiten wir natürlich auch mit externen Agenturen noch weiterhin zusammen. Und wenn es dann um sowas geht, wie Aljoscha hat es in einer anderen Moderation erwähnt, die Pizzamarke Happy Slice, die du vor einem Jahr, ne? Gemeinsam mit Knossi gegründet hast. Abgesehen, irgendwie gestern 2 Filialen wieder gestartet. Könnt ihr noch einmal erklären, was das Konzept ist? Es war ja von diesem Berliner Startup Lange initiiert, die auch Loco Chicken von Luciano jetzt gelauncht haben. Was ist das Besondere oder anders als bei anderen Lieferdiensten? Es ist eine Ghost Kitchen, das heißt, wir nehmen bestehende Filialen oder Pizzaketten, die es bereits schon gibt, und sparen uns so halt Miete und Angestellten. Es ist aber so, dass die Filialen das meiste Geld verdienen. Das heißt, die erfolgreichste Filiale, wo super viel bestellt wird, die machen bis zu 20.000 im Monat, die selber. Und dadurch können wir halt die Preise deutlich günstiger machen als von der Konkurrenz. Ist trotzdem eine absolut geile Pizza. Und das ist das Konzept dahinter. Man muss natürlich die ganze Zeit Qualitätskontrolle machen, rund um die Uhr. Und kommen auch jede Woche eine Filiale dazu. Oder wenn eine Filiale nicht gut performt, fällt die auch wieder raus. Aber ja, das ist so grob das Konzept. Wie viele Filialen sind es jetzt so ungefähr? Müssen jetzt so knapp 100 sein. Und es heißt ja bewusst nicht, das hattet ihr irgendwie am Anfang mal erwähnt, nicht die Trimax und Knossi Pizza, so dass sie theoretisch auch ohne euch funktionieren könnte. Ja, tut sie schon total. Also wir machen zwar mal Werbung jeden Mittwoch 2 für 1 und machen da was oder neue Pizzen oder Filialen auf, aber es bestellen so viele Leute, die uns gar nicht kennen, weil es einfach eine Pizza von den großen Ketten, beste Bewertung, ganz weit oben gelistet, die Leute bestellen, sie bestellen wieder. Also das klappt schon komplett ohne uns. Und wie viel Zeit geht dafür so drauf bei dir? Also wenn man jetzt irgendwie mal, weiß ich nicht, auf Monat guckt, in Stunden oder Arbeitstagen ausgedrückt, was machst du noch für diese Brand? Außer so diesen Riesen, ich kann mich noch erinnern, zum Start hattet ihr irgendwie eine Tour durch Deutschland gemacht, seid in Städte gefahren mit dem Bus, das war ja ein Riesenbass auf Social Media. Ja, da hatten wir ganz viele Kollegen mit dabei, die auch alle geholfen haben. Da hatten wir die Bustour, hatten wir schon 2 Stück davon, planen auch noch eine weitere. Da sind wir durch ganz Deutschland getourt. Das zieht dann natürlich viel Zeit. Oder wenn wir einen langen Dreh hatten oder den Fallschirmsprung oder den Action-Dreh oder alles, da hatten wir dann sehr, sehr viel. Jetzt hatten wir gerade wieder einen sehr coolen Dreh. Da gibt es ja schon die ersten Teaser auf Social Media, auf dem Happy Slice Instagram-Kanal. Das wird noch sehr, sehr cool. Da ist natürlich viel, 1, 2, 3 Tage unterwegs. Und sonst wöchentlich Updates besprechen, was kann es für neue Nachspeisen geben, neue potenzielle Sorten von neuen Pizzen und so, dann zu Tastings alle zusammen und man wird rund um die Uhr geupdatet und kann seine eigene Meinung dazugeben oder auch Ideen, was man noch als nächstes für einen coolen Werbeclip oder sowas machen könnte. Welche Sorte ist gerade im Gespräch? Kannst du klein? Ich glaub, morgen Freitag wird es angekündigt tatsächlich. Okay. Ja. Wir hatten Streaming, wir hatten Pizza, wir haben gerade im Vorgespräch gequatscht, dass du heute nicht streamen wirst, weil du Fußball guckst, also du bist auch Fußballfan. Auch da hast du mehrere Projekte gleich, unter anderem Amateurverein hier in Hamburg, ne? Also bei Victoria. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ist ja jetzt auch nicht, also es gibt 1, 2 Streamer, die das auch irgendwie machen, aber so lange ist diese Art von... Ja, wie nennt man das? Creator-Verein, ja auch noch nicht bekannt, ne? Das ging erstmal so los, weil es super geil im Stream ankam, so auf Best-of-Kreisliga zu reacten, also so eine 10. Liga-Fußball, Dorffußball, die es einfach nicht können. Schlechte Spielzüge. Richtig schlechte Spieler, glatte rote Karten und sowas, also richtig mies. Dann hatte ich ja die allerersten Fußball-Events organisiert, wo ich ganz viele Gamer einfach eingeladen habe, teilweise die 10 Jahre kein Fußball gespielt haben oder auch nie Fußball gespielt haben, die dann auch schlecht waren. Das kam super gut an und da habe ich extrem viele Freunde noch von damals, die auch Fußball gespielt haben, jetzt alle so auf die 30 zugehen, nicht mehr aktiv im Verein spielen, keine Zeit für Training haben. Da habe ich mich mit denen zusammengetan und mit vielen Creatern oder anderen Streamern. 18 Stück sind wir sogar offiziell mit Spielerpass in der Mannschaft gemeldet. Alles Creator. Weiß nicht, Marc Eggers, Sascha Hellinger. Jetzt haben wir gerade Max von den 187ern im Flugzeug getroffen und den zu uns verpflichtet. Das ist der neue Transfer, oder wie? Richtig, richtig. Gestern Stefano Zarella getroffen, der ist ja auch leidenschaftlicher Fußballer, der hat auch mal gesagt, er hat Bock rumzukommen. Und so hat jeder von den Creators, der mal Bock hat, irgendwie 9. Liga in Hamburg mitzuspielen, macht dann mal mit. 9. Wir sind in der 9. Liga, ja. Aufstieg knapp nicht geschafft letztes Wochenende. Okay. Aber da wird angepeilt nächstes Jahr mit den Neuzugängen. Hoffentlich. Wird man da, also könnt ihr,
könnt ihr Fußball spielen? Wird man da ernst genommen, auch in der 9. Liga in Hamburg? Also ich bin der schlechteste Spieler der Liga, glaube ich so. Also die Wurst schon ganz gut. Es sind auch viele A-Jugenden, die 18 sind, dreimal die Woche Training. Die müssen durch die Liga durch, um weiter nach oben zu kommen. Und die sind halt fit und schnell. Ne? Also da kann ich dann gar nichts machen. Aber wir haben auch ein paar gute Kicker, die damals 3, 4 Ligen höher gespielt haben, aber jetzt ein bisschen ruhiger machen wollen und bei uns ein bisschen mitkicken. Ja, aber es sind schon spannende Spiele dabei. Die Erwartungshaltung war auch nie zu gewinnen, deswegen heißt der Club auch Hardstuck. Also, ja, ne, dass man da feststeckt eigentlich in der Liga, wo man ist. Aber wir hatten in der 10. Liga angefangen und sind dann sogar direkt aufgestiegen. Das war gar nicht das Ziel, aber ging dann. Es gibt ja aktuell noch so ein anderes Fußballkonzept, verschiedene Ligen. Du warst, wie nennt man das, Team-Captain in der ersten Border League-Saison, ne? Ja, genau. War auch cool, geiles Projekt. Straßenfußball, Indoor-Fußball, cooles Team gehabt, so ein bisschen Gamification, die letzten 3 Minuten immer eine Sonderregel, jetzt nicht 5 gegen 5, sondern 3 gegen 3 oder 1 gegen 1 oder jedes Foul ist eine glatte rote Karte, kam so ein bisschen was dazu, auch geiles Niveau vom Fußball, hat richtig, richtig Bock gemacht, leider mein Team, ja, waren lange Zeit Letzter, haben es dann irgendwie am Ende noch auf den 9. Platz immerhin geschafft, aber war auch ein sehr cooles Projekt. Da hast du aber nicht mitgespielt, also Team-Captain heißt da, jedes Team hatte irgendwie prominente Team-Captains mit Reichweite. Habt ihr es auch über eigene Kanäle gestreamt und so? Genau. Ich habe aber auch einmal mitgespielt, wo wir wussten, wir können nicht mehr Top 4 kommen. Weil die ganze Zeit zugucken, da wird man hibbelig. Ich wollte unbedingt mal mitmachen. War sogar ganz gut. Die Regel kam gerade rein. Ist ja so Gamification. Es gibt keinen Abseits. So konnte ich vorne stehen bleiben und war dann... war okay. Es war okay. Ein paar Minuten. Alex, du hast schon vorhin angekündigt, so Events insgesamt sind ja ein großes Thema bei euch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat, aber die Liste ist lang. Mal die Lanxess Arena ausverkauft mit einem Boxkampf. Eine Fahrradtour nach Dänemark. Erklärt mal, welche Rolle so diese Events für euch spielen. Meistens ist das so ein bisschen eine Schwachsinnsidee, die einfach so im Stream entsteht. Damals war das, glaube ich, dass im Reaction-Content so eine Tierlist erstellt wurde, wie man sich gegenüber anderen Streamern einschätzen würde, ob man gegen die in einem Kampf bestehen könnte. Und da war es dann, dass Mickey und du, ihr beide, euch so eingerankt habt, den würde ich gerade so schlagen können. Und dann hieß es, wir gehen mal irgendwie hier in Hamburg in eine Ritze und fechten das einmal so aus. Es war in der Corona-Zeit, dann war das eben einfach nicht so einfach möglich. Dann gab es so eine Verletzung zwischendurch und irgendwie kam von extern immer größeres Interesse. Dann war erst eine Arena in Berlin als Option da. Ja, und am Ende wurde es dann irgendwie die Lanxess Arena, genau mit dem Ende von den Corona-Einschränkungen. Und ja, so ist es dann. Extern großes Interesse heißt aus deiner Community oder von auch sowohl Marken, die Community, die Community hat alles mitgesehen, miterlebt, wie die halt sich gegenseitig getrashtalkt haben. Auf der anderen Seite, die Lanxess Arena kam auf uns zu tatsächlich und hat gesagt, hey, wir können jetzt wieder... So, habt ihr nicht Lust, das bei uns zu machen? Wir haben gehört, ihr habt da eben auch Gespräche in andere Richtungen. Wir können euch das vielleicht zu einem etwas besseren Preis anbieten. Das war schon das größte Event von den Dingen, die ihr gemacht habt. Die Fahrradtour mal so, also könnt ihr ungefähr Kosten nennen? Also von den Kosten, ja, das war das Lanxess. Oder vielleicht mal vor, Boxkampf am teuersten. Ihr seid mit drei, waren das nicht 3 Räder? Also so, ja, so Therapierädern war das. Therapieräder von Hamburg nach Dänemark gefahren. Richtig. Ja, also das Livestream jeden Tag kostet natürlich, aber ja, Lanxess Arena und das Ganze, die ganze Produktion, die Pyro-Show, Beleuchtung, das war natürlich viel, viel teurer. Da kostet so ein Event über 1 Million. Fahrradtour war jetzt so bei 50.000. Jedes Wochenende Fußballspiel. Die ganzen Fußballprojekte sind übrigens auch total im Minus. Also das war auch mal so, jede Produktion so bei 30.000 war das gewesen. Da muss man dann erstmal Partner wieder ranholen. Aber die Projekte sind richtig cool, wir können es machen. Es besteht ein Rieseninteresse aus der Community und so können wir alles Mögliche umsetzen. Es entsteht immer so spontan im Stream so eine Schnapsidee und dann das schaukelt sich das extrem hoch und wird cool. Das Konzept ist ja immer ähnlich, ne? Also, du hast gesagt, immer sind irgendwie deine Freunde aus der Creator-Bubble dabei, die eigene Reichweite mitbringen und ihr bündelt die Reichweite. Ja. Hast du irgendwie eine Zahl, auf was für Gesamtreichweiten man bei so einem Event kommen kann, wenn irgendwie, ich weiß nicht, ihr euch zu 12 oder so zusammentut und mit dem Fahrrad nach Dänemark fahren wollt?
ja, ist schon groß. Einmal, was wir selber hochladen, dann auf Instagram alles zusammen. Dann entstehen noch viele Clips auf TikTok, teilweise von anderen Kanälen, die da Highlights daraus machen, wo es dann 2-3 Millionen Clips macht. Dann ist es irgendwie noch in der YouTube-Highlight-Compilation, wo dann aber am Ende wieder jeder Streamer drauf reagiert und der lädt das dann wieder hoch. Also ein paar Millionen Leute erreicht man mit einigen Szenen da schon. Das sind dann die Zahlen, mit denen du auf potenzielle Partner zugehst und denen sagst, hier fahren jetzt 12 Jungs mit Therapierädern nach Dänemark, bitte sponsert uns das. Ja, nicht ganz. Also es ist eigentlich gar nicht möglich, wirklich zu tracken, wie viel Reichweite das bekommt. Aber insgesamt hat man so ein Gefühl, ob das einfach eine hohe mediale Reichweite hat oder nicht. Und manche Kundenseiten sind halt auch einfach interessiert, ein bisschen out of the box zu denken und eben nicht einfach nur das klassische, wir würden gerne in einem YouTube-Video die ersten 30 Sekunden für irgendein Produkt haben, sondern einfach zu sagen, ey, das ist jetzt eine echt coole Geschichte, wenn wir jetzt zum Beispiel für die anstehende Rollertour wollen wir von Mailand nach München über die Alpen fahren und da ist dann eben ein Elektroroller-Anbieter auf uns zugegangen, hat gesagt, hey, das ist ja mega. Lass also uns das mal versuchen, ist quasi schon versponsert, das Event. Ja, zumindest in dem Bereich. Aber wenn jemand hier Interesse hat, vielleicht aus dem Publikum, dann können wir gerne danach nochmal drüber sprechen. Mit Elektrorollern über die Alpen? Also so E-Scootern. Die Idee kam so, wir haben ja schon mal eine Rollertour gemacht von Hamburg nach Berlin, aber so ein Roller hat ja nur so 30, 40 Kilometer Reichweite, muss immer bei Zuschauern laden oder in Restaurants oder sowas. Und dann ist zum Beispiel Mark Eggers, fährt unglaublich viel so welche Roller. Der hat schon insgesamt eine Distanz, so Leimroller oder Tierroller, die Scooter, wie man sie kennt, wo man drauf steht. Ne? Insgesamt Distanz von Berlin nach Portugal. Wer insgesamt, der hat kein Auto, der fährt nur diese Roller. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann lass uns doch mal so durch halb Mitteleuropa durchfahren. Lass doch direkt über die Alpen damit. Wir wiegen alle über 100 Kilo, so ein Ding hat nur 2 PS. Aber wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Und da sind die üblichen Verdächtigen dabei. Also der genannte Mark Eggers und kannst du noch ein paar Namen aufzählen? Die Wer ist noch dabei? Mein Bruder ist noch dabei, Adi Toro ist noch dabei. Ronny Berger ist am Start. Rumatra? Wir haben viele Projekte gleichzeitig. Ich glaube, wir sind neun Leute auf Rollern. Ja. Es hat Max Schradin zugesagt. Stimmt, Max Schradin von 9 Live. Das ist auch eine wirklich, wirklich durchmischte Truppe. Müssen nicht unbedingt nur Gamer sein, sondern einfach, ja, die sehen halt die Fahrradtour vom letzten Jahr und sagen so von wegen, hey, das ist so verrückt. Da würde ich auch nochmal gerne mitmachen und dann gibt jeder sein Bestes. Es läuft ja noch ein Projekt, von dem du gerade kurz erzählt hast, weswegen du im Backstage nicht snacken wolltest. Eine Fitness-Challenge. Ah, genau. Das war auch so, es ging wieder klein los. Ich werde im August 30, wollte mich vorher nochmal in Form bringen, nochmal 10 Kilo runter, bisschen Muskeln drauf. Und dann hat Henki, Chef Strobel, mein Bruder, gesagt, wir wollen dabei sein. Dann sag ich, okay, lass uns eine Fitness-Challenge draus machen mit Vorher-Nachher-Bildern und Jury. Hat immer mehr Creator gefragt, ob sie dabei sein können. Papa Platt ist jetzt dabei, InScope ist dabei, auch wieder Mark Eggers, Revi, Adi Toro. Unglaublich viele dabei. Es sind ja 23 Creator. Am Ende gibt es ein großes Event auf einer Bühne mit Anmalen für den Kontrast, einölen und dann noch so eine Posing, kriegen wir beigebracht. Wird cool. Bis zum 4.8. geht das. Aber ohne Training und einfach mit weniger Essen oder was ist da klar? Nee, also fünfmal die Woche Fitnesstraining, auch so dein Ernährungsberater, Personal Trainer dazu, alle Übungen nochmal zeigen. Also ans Limit gehen, was ist in drei Monaten möglich. Okay, also 30-Tage-Challenge, irgendwie mit Rollern nach Mailand fahren. 5 Tage, aber. Und noch irgendein verrücktes Projekt in Aussicht für dieses Jahr? Wir werden noch 2-3 Wochen nach Japan mit so 6-7 Creatern, werden da täglich streamen, ziehen uns da ein Airbnb, machen da geilen Content und da ist dann auch noch wir wollen noch einen Berg erklimmen, den Fuji-Berg, glaube ich, komplett nur in Badehose und Schuhen, also wirklich wieder ultra hardcore da ans Limit gehen, aber es macht auch Spaß, die ganzen Challenges. Und die Community scheint zu lieben. Also du bist ja jetzt einfach auch bekannt dafür. Je mehr wir leiden, desto geiler findet das die Community. Okay, ich persönlich freue mich auf, klingt jetzt vielleicht komisch, aber die nicht durchtrainierten Bodybuilding-Posen. Ja. Viel Erfolg bei den nächsten Projekten. Ich bin gespannt. Danke, dass ihr da seid. Sehr cool, gerne. Danke für die Einladung.